Einen wunderschönen Sonntag Ihnen und euch. Wir sind heute am zweiten Sonntag in unserem Weihnachtsvorbereitungsformat angekommen. Es geht, kleiner Reminder, um die 7 Werke der Barmherzigkeit. Heute ist Nummer 2 dran. Bisschen sperrig, den Dürstenden zu trinken geben. Was bedeutet das? Den Dürstenden zu trinken geben, ich denke, es hat eine ähnliche Bedeutung wie in der letzten Woche, wo wir über die Hungrigen gesprochen haben, denen man Nahrung geben soll. Ich denke, auch hier ist es ganz wichtig. Wasser ist ja ein Grundnahrungsmittel, braucht jeder Mensch noch viel wichtiger als erstmal Nahrung aufzunehmen. Und ich denke, dafür zur Sorge zu tragen, dass jeder Mensch sauberes Wasser bekommt, sauberes Trinkwasser bekommt, dass der Zugang eröffnet wird. In unseren Ländern, wo wir tätig sind, in Afrika und andere Länder, sorgen wir ja dafür, dass Brunnen gebaut werden, dass eine saubere Grundwasserversorgung da ist. Ich denke, das ist aber weltweit notwendig. Manche Forscher sagen, Wasser wird das Lebensmittel sein, wo es auch Kämpfe, Kriege drum geben wird, weil es rarer wird einfach. Ich denke, das einfach mit dem Blick zu haben, ist erstmal der erste Schritt, wenn wir darüber sprechen, Dürstenden zu trinken geben. Stimmt, ich meine, für uns ist es ja selbstverständlich, dass wir die Leitung aufdrehen am Hahn und es kommt Trinkwasser raus, es kommt sauberes Wasser raus, wir müssen nichts abkochen und genau. Anderen geht es halt viel anders auf der Welt. Das ist richtig. Ich war ja gerade erst in Brasilien gewesen. Also da soll man ja kein Wasser trinken, was nicht abgekocht ist oder was nicht aus festverschlossenen Flaschen kommt. Also da ist, glaube ich, noch viel zu tun. Und da sind wir wirklich in einem großen Glücksfall, dass es bei uns anders ist. Okay. Kann man das auch wieder wie bei den Hungernden irgendwie im übertragenen Sinn sehen? Also ich denke, wenn ich an die Hungernden denke, dann kann man auch hier einen Übertrag machen in die Lebenssituation hinein. Ich denke, viele Menschen haben ja heute auch Durst, zum Beispiel nach Gerechtigkeit, nach Frieden, was vielleicht auch wichtig ist. Letzte Woche sprachen wir von emotionalen Bedürfnissen, Ansehen, Respekt zu bekommen. Aber ich denke, auch das, Gerechtigkeit und für Frieden zu sorgen, ist auch etwas, was für viele Menschen ganz, ganz wichtig ist und was auch Nahrung für die Seele ist, wenn man weiß, ich kann in Frieden leben, ich muss keine Angst vor dem Krieg haben, ich muss keine Angst haben, flüchten zu müssen. Und wenn ich gerecht behandelt werde vom anderen Menschen. Wir haben in der vergangenen Woche schon eine konkrete Aufgabe gestellt, wie wir uns in der Folgewoche mit diesem Thema noch mal besser auseinandersetzen. Was wäre es bei diesem Werk der Barmherzigkeit? Also ich denke, die beiden Aspekte, die ich gerade genannt habe, also zu schauen, wo kann ich Frieden schaffen, wo kann ich zum Frieden beitragen oder zumindest Konflikte vielleicht vermeiden, wo sie gar nicht notwendig sind. Manche Konflikte müssen ausgetragen werden. Aber in einer inneren Haltung des Friedens gehen, dass ich dem anderen nichts Böses möchte, sondern in dieser inneren Herzenshaltung zu sein. Und ich denke aber auch zu versuchen, jeden Menschen gerecht zu behandeln, mit dem ich zu tun habe, der vielleicht anvertraut ist, wenn ich Arbeitgeber bin oder wenn ich eine Familie habe. Ich war Lehrer an der Schule bei uns. Ich weiß, wie schwer es ist, wirklich jeden Schüler gleich zu behandeln, gerecht zu behandeln und das einfach im Blick zu haben, keinen zu bevorzugen, wirklich jedem in seinem Sein und in seinem Wesen gerecht zu werden. Oder vielleicht konkret in der Familie und bei Freunden gesehen, sich nicht gleich direkt über alles aufzuregen. In diesem Sinne eine gute Woche. Macht's gut, gute Zeit, Gottes Segen dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.